Bei Let's Dance wartet in Show 9 eine krasse Herausforderung. Die 6 verbliebenen Promi-Kandidaten treten in Duellen im direkten Vergleich gegeneinander an. Bei dem Tanz mit dem klangvollen Namen Lindy Hop kommt es da zum Aufeinandertreffen von 2 Top-Favoriten, Emers. 30 Punkte Janin Ullmann gegen Mr. Adrenalin René Kesseli. Wir haben die beiden schon vor der Show zum Battle gebeten. Was ist der Lindy Hop überhaupt genau? Wer von beiden hält aktuell den Punkterekord bei Let's Dance? Und vor allem, wer ist fitter? Die Antwort gibt's oben im Video. Premiere auf dem Let's Dance Parkett. Am 29. April zeigen Amira Pocher und Sarah Mangione zum ersten Mal den Bachata. Und auch den Lindy Hop gab es noch nie im direkten Vergleich zu sehen. René Kesseli hat die Figuren bei unserem Vorab-Battle auf jeden Fall schon mal richtig gut drauf. Was Spank the Baby oder Sugar Push sind. Zeigt er seiner Gegnerin Janin Ullmann oben im Video. Aber auch Janin hat bei Let's Dance schon eindrucksvoll bewiesen, dass sie es tanztechnisch richtig gut drauf hat. Bereits 3-mal hat die Jury ihre Leistung mit 30 Punkten belohnt. Zuletzt gab es für diesen Wow-Auftritt der 40-Jährigen die Höchstpunktzahl. Da kann René nicht ganz mithalten. Und deswegen ist sich die Moderatorin sicher, den Kesseli mache ich fertig. Die Tanzduelle sind übrigens nicht die einzige Challenge für die Promis. Alle 6 präsentieren uns in der 9. Live-Show auch einen Einzeltanz mit ihrem ganz persönlichen Magic-Moment. Welche Paare was tanzen, haben wir hier für Sie im Überblick.